Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollte ich mal so ein Grundlagenvideo machen. Und zwar wird das wahrscheinlich oder bestimmt den einen oder anderen interessieren. Und zwar geht es heute um den Drosselring. Und die Frage lautet, warum wird der Roller überhaupt schneller, wenn man den Drosselring entfernt? Der Drosselring ist eine mechanische Drossel. Und es ist eigentlich ganz simpel. Ich erkläre das mal ganz kurz. Der Roller wird schneller, indem der Keilriemen einfach hoch wandert. Warum wandert der Keilriemen hoch? Der Keilriemen wandert hoch, weil die Variomatik mit zunehmendem Gas nach außen Richtung Variomatikdeckel wandert. Zwischen Riemenscheibe und Variomatik ist ja der Keilriemen. Und wenn die Variomatik mit zunehmender Beschleunigung dann Richtung Variomatik Variodeckel bzw. Riemenscheibe wandert, wird der Keilriemen quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, eingeklemmt, eingequetscht und nimmt natürlich dann die Drehung mit, die die Variomatik hat, und wandert somit auch nach oben, weil ja die Variomatik nach außen gedrückt wird. So, und genau, dann wandert der Keilriemen nach oben und der Roller wird dadurch immer schneller. Wenn aber jetzt ein Drosselring dazwischen ist, weil der Drosselring ist ja quasi auf der Variomatikhülse und genau zwischen Riemenscheibe und Variomatik. Und wenn dieser Drosselring dann dort drauf ist, dann kann die Variomatik nicht komplett bis zur Riemenscheibe wandern, wenn man Gas gibt. Dann ist das irgendwann einfach blockiert. Und dann kann ab diesem Zeitpunkt der Keilriemen auch nicht mehr nach oben wandern. Dann ist Schluss mit der Geschwindigkeit. Und wenn der Drosselring weg ist, entfernt wird, dann kann er halt weiterhin nach oben wandern, der Keilriemen. Und die Variomatik, die wandert nach außen durch die Fliehkraft der Variomatikrollen. Ja, das ist es im Grunde. Umso weiter der Keilriemen nach oben wandert, desto schneller wird der Roller. Es gibt verschiedene Stärken von Drosselringen. Es gibt welche für genau 45 km/h, es gibt welche für 25 km/h. Bei einem Drosselring für eine 25 km/h Drossel ist natürlich dicker, also von der Breite her, ist breiter als eine 45 km/h Drossel. Warum ist sie breiter? Damit die Variomatik nicht zu sehr nach außen wandern kann, um somit den Keilriemen nicht so weit nach oben zu bringen. Ja, das war es im Grunde. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen gut rüberbringen, sodass man einfach mal so ein Verständnis dafür hat. Weil viele sagen, ja, Drosselring aus, dann wird der Roller schneller. Ja, aber warum wird der denn dann schneller? Ne? Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Kurz und knackig. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und sag dann mal bis zum nächsten Mal. Ciao.